Für ein schönes Lächeln hat sie fast jeder in seiner Jugend getragen. Die Zahnspange. Doch wie lassen sich Zahnspangen weiter verbessern? Und gibt es die Möglichkeit, Behandlungen effizienter durchzuführen und so schneller wieder ohne Spange durchs Leben zu gehen? Dieser Frage ist Lynn Bieske nachgegangen. Sie studiert Materialwissenschaften an der Technischen Hochschule in Aachen und möchte eine sensorgestützte Zahnspange entwickeln. Sie soll genaue Daten über die Kraft, die eine Spange auf die Zähne ausübt, liefern. Denn diese Kraft verändert sich und nimmt während des Tragens ab. Und die Folge ist einfach, der Zahn bewegt sich irgendwann nicht mehr. Damit er sich aber weiter bewegt, muss man weiter drehen an der Dehnschraube, um wieder eine größere Kraft zu erzeugen und die Zähne zu verkippen. Wie weit man die Dehnschraube an der Spange drehen muss und wie oft, dafür gibt es bislang keine wissenschaftlich gesicherten Vorgaben. Momentan gibt es so empirische Erfahrungswerte, das heißt so grob, alle 2 Wochen sollte man diese Dehnschraube verstellen. Aber nun sind wir nun mal alle verschieden und das heißt, es gibt einfach Patienten, wo das überhaupt nicht zutrifft, bei anderen passt das perfekt. Und mit dieser sensorgestützten Zahnspange könnte man dann entsprechend das Ganze anpassen, dass man wirklich entsprechend der Gegebenheiten des Patienten weiß, okay, alle 5 Tage soll weitergestellt werden oder alle 14. Für die Sensorik der Zahnspange verwendet Lynn Bieske Dehnungsmessstreifen von HBM. Diese Dehnungsmessstreifen werden in den unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt, um Spannungen in Materialien zu ermitteln. Also wir haben gerade schon die Dehnmessstreifen positioniert auf der Zahnspange. Und wie der Name schon sagt, erfassen diese die Dehnung, die in dem Material auftritt. Und das Signal, was dort gemessen wird, wird mithilfe eines Messverstärkers ausgewertet. Und über eine Software kann man das Ergebnis ablesen. Die Idee für ihre Zahnspange reicht Lynn Bieske auch bei dem Wettbewerb Jugend forscht ein. Dort können junge Wissenschaftler ihre Projekte vorstellen und werden gezielt gefördert. Lynn Bieske ist bereits mehrmalige Preisträgerin von Jugend forscht. Mit kleinen Sensoren Großes erreichen. Dehnungsmessstreifen von HBM kommen weltweit in hunderttausenden Projekten zum Einsatz. Ob in Material- und Ermüdungstests oder der Struktur- und Spannungsanalyse. HBM bietet für jede Anwendung die passenden Dehnungsmessstreifen, Messverstärker und geeignete Software. Für Ergebnisse, denen Sie vertrauen können.